Wir dürfen schauen zu der Freude, die auf uns wartet, und das, was uns belastet, ablegen. Wir haben einen Gott, der vergibt. Ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht und wir schlagen auf Galater Kapitel 6, die Verse 6 bis 10. Und dort lesen wir dies, Galater 6, 6 bis Vers 10. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Der Hauptgedanke dieses Abschnitts steht in Vers 7. Dort lesen wir von einem unumstößlichen Prinzip. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wir wissen, dass dies ein Gesetz ist, was in der Landwirtschaft absolut zum Tragen kommt. Nach der Sintflut hat Gott zu Noah gesagt, von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, solange die Erde besteht. Bis heute ist das so. Wenn ein Bauer eine Ernte einfahren will, dann muss er vorher Samen ausgesät haben. Tut er das nicht, dann gibt es keinen Ertrag. Seine Ernte hängt von der Qualität des Samens ab, von der Beschaffenheit und auch von der Menge dessen, was er aussät. Wenn er Mais aussät, wird er nicht Gerste ernten. Wenn er wenig aussät, wird er mickrig ernten. Paulus wendet dieses unumstößliche Prinzip nun auf unser gesamtes Leben an. Besonders auf unser geistliches Leben. Auch hier gilt, was der Mensch sät, das wird er ernten. Hier in Kapitel 6, in unserem Vers, wird das Leben eines Christen verglichen mit einem Stück Land. Und auf diesem Land sind zwei Felder, Fleisch und Geist. Ein Feld ist die alte Sünde und das andere Feld ist das neue Leben mit Gott. Und auf dieses Stück Land, auf diese beiden Felder kann ein wiedergeborener Christ seine Samen sehen. Manch ein Christ, ich vermute, jeder von uns hat es schon erlebt, verbringt täglich Stunden mit der Investition in sein Fleisch. Und am Ende des Tages wundern wir uns, warum wir nicht wissen, was es bedeutet, ein Leben in der Heiligung zu führen. Warum wachse ich nicht in der Heiligung? Antwort: Wir können nicht wachsen, wenn wir ständig auf das Feld unseres Fleisches unseren Samen werfen. Denn, Vers 8, wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten.
Aber gelobt sei Gott, liebe Schwester, lieber Bruder, lieber Christian, wir haben als wiedergeborene Gotteskinder einen zweiten Acker in unserem Herzen. Amen. Das unterscheidet uns von den unerlösten Menschen. Sie haben nur ein Feld, auf das sie säen können. Sie drehen sich nur um sich selbst und um die Befriedigung ihrer Lüste. Und die Bibel sagt, das wird ins Verderben führen. Aber wir durften durch die Gnade Gottes ein zweites Ackerfeld in unserem Herzen erleben und haben, auf das wir nun unseren Samen werfen dürfen. Die Alternative dazu und das Bessere ist, dass wir auf den Geist säen. Die Samen sind dieselben, sind unsere Gedanken. Es ist unsere Zeit, es sind unsere Talente, es sind unsere Worte, es sind unsere Taten, es sind die Orte, an denen wir uns aufhalten, es sind die Bücher, die wir lesen, es sind die Filme, die wir angucken, es ist die Zeit, die wir verbringen. Doch diesmal werfen wir sie nicht auf den Acker des Fleisches, sondern auf das Feld des Geistes. Wie ist das möglich? Es ist nur möglich, weil Gott dir ein neues Leben geschenkt hat, ein anderes Leben, ein besseres Feld in deinem Herzen bestellt wurde. Du bist nicht länger in der Gefangenschaft der Sünde. Du musst nicht mehr der Sünde dienen, sondern du kannst in der Kraft des Heiligen Geistes und mit Gottes Hilfe deine Investition auf den Geist tätigen. Und das, wie gesagt, unterscheidet uns von den Menschen, die ohne Gott sind. Sie haben nur ein einziges Feld. Und nun darfst du in der Kraft des Heiligen Geistes, den er dir gibt, die Samen deines Lebens, deiner Persönlichkeit, deiner Zeit auf den Acker Gottes werfen. Und das ist heute Morgen eine Erinnerung an uns alle. Es ist eine lohnenswertere Investition. Irrt euch nicht, sagt er. Lasst euch nicht an der Nase rumführen vom Teufel, der euch einreden will, es sei gut, auf das Fleisch zu streuen. Nein, tut es nicht, sondern tut es andersherum. Sät aus auf dem fruchtbaren, segensreichen Acker des Heiligen Geistes. Nun, wie kann das sein, dass wir das können? Die Bibel gibt uns den Hinweis. In 2. Petrus 1, Vers 3 schreibt Petrus: Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Wir können es mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das bedeutet, wenn du auf den Geist säst, dann lesen wir, dann liest du in der Bibel, dann lernen wir sie, dann besuchen wir die Versammlungen, dann entscheiden wir uns, dass unsere Gedanken rein sind, dann haben wir ein Herz, was sich danach sehnt, Gott zu gefallen, und dann suchen wir mit Paulus, Kolosser 3, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Dann entscheiden wir uns nicht zum Selbstmitleid, zur Zeitverschwendung und zum Gedaddel, sondern wir setzen unsere Zeit und unsere Energie auf die Sache Gottes. Amen. Wie ist es dann mit der Ernte? Vers 8. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Verderben, Verrottung. Mit anderen Worten, die Ernte, und vergessen wir nicht, das ist ein göttliches Prinzip. Die Ernte wird verfault sein. Einmal im moralischen Sinn, aber auch im physischen Sinn. Wir wissen es, wie die Sünde in die Welt kam und mit ihr der Tod. Und deswegen ist die Botschaft an Menschen, die heute Morgen hier sind oder die uns zuschauen
Und die noch nicht eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, die Botschaft an dich heute Morgen ist, bitte Gott, dass er Jesus Christus dir erklärt und du erkennst, was er für dich getan hat. Dass du deine Schuld ihm gibst, auf das ein zweites Ackerfeld in deinem Herzen entsteht und du die Frucht des Fleisches, nämlich das Verderben, nicht ernten musst. Jesus Christus allein ist die Antwort vor dem Verderben. Wenn wir aber auf den Geist säen, dann haben wir eine andere Ernte. Wie heißt es da? Wer auf das Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Leben, nicht Tod. Gesundheit, nicht Krankheit. Wohlergehen, nicht Fäulnis. Damit sind nicht irdische Güter gemeint, sondern Reichtum für deine Seele. Reichtum, der über den Tod hinausgeht, nämlich in das ewige Leben hinein. Und wir sehen es in diesen Tagen. Was ist das Leben? Corona hat vieles in Frage gestellt. Nichts ist sicher auf dieser Welt, aber eins ist sicher, der Tod kommt. Und wie gut, wenn wir dann in das ewige Leben investiert haben. Wenn wir auf den Geist säen, dann bekommen wir das ewige Leben, was schon jetzt beginnt. Denn wir werden einst mit Jesus ewig leben und wir leben jetzt schon mit ihm. Wenn wir täglich an den Punkt einer Entscheidung zwischen Fleisch und Geist gelangen, und das ist im Leben eines Gläubigen immer der Fall, jeden Tag. Es gibt tausend Möglichkeiten und Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Und überall sind Versuchungen da. Und wenn du heute, sobald der Gottesdienst zu Ende ist, wieder an so einen entscheidenden Punkt kommst, dann rufe dir in Erinnerung, nein, ich will mich entscheiden. Wofür? Auf den Geist zu sehen, weil ich damit eine Verheißung habe, nämlich das ewige Leben. Nun, ihr Lieben, ich weiß, das ist nicht so einfach. Und ich muss kein Prophet sein, um zu sagen, wir alle haben auf diesem Gebiet schon vielfach versagt. Und vielleicht denkst du gerade jetzt an eine Situation in der letzten Woche, wo du eine falsche Abbiegung genommen hast. Ich möchte dir sagen, heute Morgen ist auch der Moment, wo Gott uns wieder zu sich ruft und wo er sagt, schau, genau für dein Versagen hat Jesus Christus am Kreuz bezahlt. Das Säen im Geist ist nicht immer einfach. Oft ist es schwer. Das kommt daher, weil das Säen im Geist eine Selbstverleugnung vonnöten macht. Die Selbstverleugnung ist notwendig, um auf den Geist zu säen. Selbstverwirklichung, Selbstbeweihräucherung führt zum Säen auf das Fleisch. Selbstverleugnung führt zum Säen auf den Geist. Und wer verleugnet sich schon gerne selbst? Das Fleisch will das nicht, sich selbst verleugnen. Und die Welt, in der wir leben, will das auch nicht, dass du dich selbst verleugnest und den Weg Gottes gehst. Sie rufen und sie werben und sie ziehen. Und du bist da und fühlst dich manchmal zerrissen. Und deswegen werden wir manchmal müde in diesem Kampf. In diesem Kampf mit und gegen die Sünde. Wir werden müde und manchmal auch schwach. Unsere Hände wollen schlaff werden beim Aussäen auf das Feld
des Geistes. Es kostet Energie. Ich will dir sagen, das erleben alle Christen. Du bist nicht allein in diesem Kampf. Und deswegen schreibt Paulus in Vers 9, ich glaube, wir können es in diesem Kontext sehr richtig anwenden. Er schreibt: Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Lasst uns aber im Säen, das ist der Folgevers, auf den Geist nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Das bedeutet, wir bekommen Kraft, wenn wir unsere Augen auf das richten, was kommen wird. Dein geistlicher Kampf wird siegreich sein, wenn du auf das schaust, was Gott verheißen hat, was er dir schenken wird. Werde nicht müde, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten. Es wird eine gute Ernte kommen. Vieles von dem, was wir hier schon säen, dürfen wir auch schon im Ansatz ernten. Aber alles, was wir hier ernten, sind nur Vorgeschmäcker auf die große Ernte, die eingefahren wird, wenn wir in den Himmel eingehen. Dann werden die Samen aufgehen und sie werden sprießen und sie werden wachsen und Gott, der Herr, wird dein Belohner sein. Martin Lloyd-Jones hat gesagt, wir müssen nach vorne schauen, uns auf die ewigen Herrlichkeiten freuen, die in der Ferne leuchten. Das christliche Leben auf Erden ist nur ein Vorkosten der ersten Früchte dieser großen Ernte, die kommen wird. Mache weiter, schreibt Lloyd-Jones, sähe weiter, unabhängig von deinen Gefühlen. Mach weiter mit deiner Arbeit. Gott wird das Wachstum geben. Er wird den Regen seiner gnädigen Barmherzigkeit senden, so wie wir ihn brauchen. Es wird eine reichliche Ernte geben. Freue dich darauf, denn Gott sagt, ihr sollt ernten. Und das ist das Prinzip, nach dem Jesus auch gelebt hat. Erinnern wir uns an ihn. Sein ganzes Leben hat er auf den Geist gesät. Es gab nicht einen Moment, nicht eine Sekunde, wo auch nur ein Bruchteil eines Samens aus seiner Hand auf das Fleisch gefallen ist. Er ist komplett anders. Er ist vollkommen, auch in seinem Aussäen. Jeden einzelnen Moment seines Lebens tat er es. Wie konnte er dies tun? Natürlich, weil er wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Aber auch, weil er in seiner menschlichen Schwachheit getragen wurde durch seinen beständigen Blick auf die vor ihm liegende Freude. Hebräer 12, 2. Deswegen schreibt der Hebräerbrief: Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Jesus hat es uns vorgemacht. Er schaute hinter das Kreuz auf die Freude, die vor ihm lag. Und genauso dürfen wir es auch tun in unserem geistlichen Kampf. Wir dürfen schauen zu der Freude, die auf uns wartet, und das, was uns belastet, ablegen. Und wenn wir das tun, dann wird der Kampf, in dem wir stehen, nicht beendet sein, aber er wird von Tag zu Tag mit Gottes Kraft siegreicher werden.
Und wenn wir fallen, Bruder, Schwester, wir haben einen Gott, der vergibt, der uns seine Vergebung zuspricht. So hat Jesus das Kreuz erduldet und er hat auch noch weitere unzählige Bedrängnisse und Opfer auf sich genommen. Die Frage zum Schluss, haben wir die vor uns liegende Freude, die vor uns liegende Ernte, haben wir sie im Blick? Haben wir unseren Blick auf das gerichtet, was noch kommen wird? Trachten wir nach den Dingen, die droben sind und nicht auf das Irdische? Haben wir vergessen, dass wir mit Christus gestorben sind und unser Leben nun verborgen in ihm ist? Was für ein gewaltiger Tag wird das sein, wenn wir in den Himmel kommen und dann sehen wir die Mähdrescher Gottes, wie sie die Ernte einfahren und wie wir erleben, dass die Saat, die wir ausgestreut haben, in Schwachheit, aber nicht verloren gegangen ist. Denn es ist ein Prinzip, das Prinzip Gottes. Der Mensch wird ernten, was er sät. Möge Gott uns helfen, dass wir das so umsetzen in unserem Leben mit ihm. Amen.